Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und wir schauen uns heute gemeinsam eine neue, sehr coole Mod für das Spiel an, welche diese 12 Szenerie-Items bzw. Deko-Elemente in das Spiel bringt. Das sind übrigens alles Objekte, die keine der bereits vorhandenen Deko-Sachen überschreiben. Also die werden neu zum Spiel hinzugefügt, wenn man die Mod installiert. Unter anderem haben wir da als erstes 3 verschiedene Sonnenschirme, eben auch verschiedene Farben, wie man sieht, und verschiedene Größen. Der weiße ist am kleinsten, dann der blaue, dann dieser goldene. Sehen ja schon mal ziemlich cool aus. Und passend dazu gibt es dann noch so eine Stuhl-Tisch-Kombination aus Plastik. Das kann man wirklich sehr, sehr schön machen, finde ich. Das sieht schon nice aus, oder? Ist natürlich schade, dass die Besucher die Stühle und sowas nicht benutzen würden, aber immerhin hat man jetzt die Möglichkeit, sowas zu platzieren. So kleine Sitz- und Essecken für die Besucher. Und als nächstes haben wir noch einen Bankautomaten. Sowas ist natürlich auch praktisch. Den könnte man dann zum Beispiel auch hier an Geschäfte oder sowas anbringen. Übrigens müsst ihr diese... Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt, die Mod. Ich verlinke die auf jeden Fall für euch. Also ich verlinke natürlich diese Mod hier, die ich euch gerade zeige. Und es gibt ja noch diese Mod, die die Hitboxen ausstellt, damit man alles überall platzieren kann. Die werde ich euch auch verlinken. Weil dann könnt ihr auch ohne Probleme hier in Gebäuden und auf Gebäuden und sowas auch diese Sachen platzieren, was ich sehr cool finde. Sieht echt nice aus. Einfach hier so einen Geldautomaten hingebaut. Das ist so cool. Ich liebe neue Deko-Objekte für das Spiel. Das ist einfach nur nice. Hier in die Ecke könnte man auch einen machen. Hier hat man nochmal so einen Getränkeautomat, was auch sehr praktisch ist natürlich. Und passend dazu ein Pringles-Automat. Sieht auch interessant aus. Die Schleichwerbung hier, Pringles und Coca-Cola. Ah, echt cool. Und als nächstes haben wir noch so einen Getränkestand, wo normalerweise ein Mitarbeiter hinterstehen würde, aber das ist natürlich nicht möglich. Aber der sieht auch cool aus. Mit Jurassic World Logo sogar. Und Getränken. Also die Details sind auch krass, ne, von den Objekten. Hier stehen sogar die ganzen einzelnen Becher. Mit Logo sogar drauf. Gibt es auch Cola anscheinend. Boah, das sieht so cool aus. Ich liebe das. Und jetzt kommen wir zu den coolsten Sachen meiner Meinung nach, nämlich 4 verschiedene Statuen. Da haben wir einmal so eine Bernsteinstatue ist das, glaube ich. Die könnte man dann zum Beispiel auch in der Mitte des Weges so platzieren. Dann müsste man das nur vernünftig hier drumherum bauen. Kann man natürlich auch miteinander kombinieren. Weil dadurch, dass wir diese Mod installiert haben, dass wir keine Hitboxen haben, können wir halt das immer platzieren, auch wenn es rot angezeigt wird. Ah, das sieht schon cool aus. Das ist, glaube ich, Bernstein, ne? Ja. Da ist sogar so eine Riesenmücke drin. So ein Moskito. Und dann haben wir hier auch noch eine T-Rex-Statue. Das ist so ähnlich wie hier mit dem Spino-Kopf. Das ist, glaube ich, hier, ne? Aber das sieht dann so aus. Auch sehr, sehr cool. Ich hätte es noch ein bisschen schöner gefunden, wären die Felsen hier. Eher so in Richtung wie hier, von der Textur. Hätte mir ein bisschen mehr gefallen. Aber ich finde es trotzdem nicht schlecht. Ist immer schön, neue dicke Elemente zu bekommen. Und jetzt kommen wir zu den absoluten Highlights von der Mod, meiner Meinung nach. Nämlich einmal dieses Spinosaurus-Skelett. Das sieht so aus. Das ist so cool. Diese Details, ne? Ich finde das mega, mega nice. Und dann haben wir sogar noch eine T-Rex-Statue. Ich glaube, das ist sogar Originalgröße. Ich glaube, der hier auch, oder? Kann das sein? Können ja gleich mal ein Spino freilassen oder einen T-Rex. Aber das ist auf jeden Fall die T-Rex-Statue. In, ja, so gelb-golden. Sieht auch mega nice aus. Die Pose ist auch cool, wie der da schreit. Ach, guck mal, das kann man sogar alles lesen. 1:1 Scale. Das heißt, es ist wirklich Originalgröße. Wie cool das ist, ne? Also damit kann man sich so austoben schon wieder. Ich hoffe wirklich, dass wir in Zukunft noch mehr von solchen Deko-Mods bekommen. Je mehr, desto besser.
Ich würde sagen, ich brüte jetzt mal eben einen Rexy aus oder einen Spino. Und dann schauen wir mal den Größenvergleich an. Würde mich mal sehr interessieren. Und da kommt der Rexy. Oh, das ist sogar größer, die Statue. Das ist gar nicht 1:1. Sieht man, glaube ich, jetzt schon ganz gut, ne? Oh, krass. Okay, die ist wesentlich größer sogar. Sieht auch nicht nur so aus, weil die da auf dem Podest steht. Das heißt, das hier ist wahrscheinlich eher 1:1 Scale. Könnte ich mir vorstellen, mit dem Spino. Also Rexy ist definitiv kleiner. Wir können ja auch mal einen Spino schnell freilassen. Und mal schauen, wie der von der Größe her ist. Ja, ich glaube, das kommt hin. Ich glaube, der Spino ist wirklich genauso groß wie hier. Aber das dürfte ein anderes Skelett sein. Das dürfte definitiv ein anderes Skelett sein, wenn ihr mal hier guckt. Hier ist ja dieses Segel. Und hier ist das Segel viel, viel länger. Das ist auf jeden Fall eine andere Spinosaurus-Art, die hier als Skelett verewigt wurde. Beziehungsweise in Jurassic Park oder World wurde das Ganze ja eh abgeändert. Paläontologisch gesehen war der ja, glaube ich, gar nicht so, wie er hier dargestellt wird. Der war da ja eher so in diese Richtung, glaube ich. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da mehr zu wisst. Aber ich finde es trotzdem mega cool. Ich freue mich schon auf unser nächstes Parkbauprojekt. Da werden wir definitiv diese Mod dann auch mit benutzen. Aber ich finde auch gerade diese Sachen echt nice. Kann man gut verwenden. Und auch die Bankautomaten und sowas. Oh, jetzt sieht man das perfekt. Das ist wirklich 1:1 die richtige Größe, das Skelett. Richtig gut. So, ich habe jetzt nochmal alle 12 Deko-Elemente nebeneinander platziert. Dann habt ihr nochmal einen kleinen Überblick, was ihr so bekommt. Oh, da kommt ein Spino und jagt die Menschen. Dann habt ihr auf jeden Fall nochmal einen kleinen Überblick, was ihr so bekommt, wenn ihr die Mod euch runterladet und dann installiert. Ist schon eine sehr gute Auswahl. Also ich finde die Mod wirklich toll. Und ich finde es auch cool, wie detailreich die Sachen sind. Das gefällt mir richtig gut. Auch gerade die Statuen und so, die können schon wirklich Highlights sein. So vor einem T-Rex so einen Platz zu bauen und dann mit so einer T-Rex-Statue, das ist, glaube ich, schon richtig nice. Ich finde es cool. Ihr könnt ja auch gerne mal eure Meinung zu dieser Mod in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.